kann doch nicht dein Ernst sein. Hier leben Menschen, Cletus. Ich habe sie selbst gesehen. Ich hab's dir doch erklärt. Ulysses hat recht. Wir können nicht. Stör ich? Rufus, na endlich. Ich war schon drauf und dran, diesen uneinsichtigen Idioten vom Turm zu werfen. Frag mich bitte nicht, was ich jemals an dem gefunden habe. Was soll das, Rufus? Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Falsch gedacht, Cletus. Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Das ist ein Witz, oder? Bitte, Goal, sag mir, dass das ein Witz ist. Es ist kein Witz. Rufus wird mich nach Elysium begleiten. Er wird mir helfen, die Wahrheit über Deponia ans Licht zu bringen. Haha, und du glaubst wirklich, die lassen so jemanden in die weiße Stadt? Warum nicht? Jeder wird ihn für dich halten. Den? Dass ich nicht lache. Cletus. Gib auf, Cletus. Sonst ne? Was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Muss ich erst sauer werden? Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Hör mal, Kleiner. Ich habe den dritten Askaten im Shai-Hulu. So wie ich. Ach ja? Was ist dein Duju? Fünf. Fünf? Ich meine gelb. Feuer? Steinbock. Ocelot. Verdammt. Dass ich nicht lache. Oh mein Gott, ey, das war jetzt schön blöd, Rufus. Dass ich nicht lache. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Schau doch nur, wie er rumläuft. Widerlich. Ja, wir haben da ja unsere Top-Verkleidung. Damit geht das auf jeden Fall immer. Macht das unter euch aus. Aber... Rufus! Und mit so einem Schlappschwanz willst du allen Ernstes nach Elysium durchbrennen? Mahlzeit, dass ich nicht lache. Rufus weiß wenigstens, wie man eine Frau behandelt. Du meinst, nachdem er ihr eine Keule über den Schädel gezogen hat? Rufus hat allemal mehr Format als du. Seine Füße vielleicht. Rufus weiß wenigstens, wie man eine Frau behandelt. Du meinst, nachdem er ihr eine Keule über den Schädel gezogen hat? Ah, jetzt können wir in Ruhe an die Tasche. Rufus hat allemal mehr Format als du. Das hat mich gerade verwirrt, dass er die ganze Zeit labert. Was haben wir denn da? Ein zweites Kostüm. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der bessere Cletus ist. Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Keine Wahl. Nach zu urteilen kann das Rufus niemand. Weiß wenigstens, wie man eine Frau behandelt. Hier? Du meinst, nachdem er ihr eine Keule über den Schädel gezogen hat? Oh mein Gott. So gut wie mein selbstgemachtes Kostüm. Das Inventar in dem Aufzug ist ja mickrig. Da passt noch nicht mal ein Eimer mit Wischmopp rein. Geschweige denn ein Papagei und zwei Katzen. Ich leg meinen Kram mal hier hin. Rufus hat einfach mehr Klasse als du. Kann ich das Notebook zufällig jetzt benutzen? Gefährdungsklasse? Ach so, da war... Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Dem Geruch nach zu urteilen kann das niemand. So, es reicht. Rufus ist dir um einiges voraus. Die, dass ich nicht... Hallo? Gib auf, Cletus. Sonst scheust du, dass ich... Muss ich erst... Hör mal, klar. So wie... Ach, fünf. Feuer? Steinbock. Verdammt. Dass ich nicht... Dass ich... Ich hab dir... Ich finde... Und dieser Eiber kann er tausendmal meine Klamotten auftragen und sie mit Ungeziefer infizieren. Es gibt immer noch eine Sache, die mich vollkommen von ihm unterscheidet. Oh, Himmel. Dein Hängearsch. Mein Muttermal, du Dämlack. Ach so, natürlich. Alles fit? Und wie? Mir ging es nie besser. Danke für alles, Rufus. Kein Problem für mich. Aber noch sind wir nicht in Elysium. Lass uns beeilen, okay? Oh ja. Wie malen wir uns denn jetzt so ein Dings? Was tust du? Lass das! Autsch! Oh, über den Kopf, über den Kopf. Nein, an den Flaggenmast, nein, natürlich. Sehr lustig. Yeah! Wir haben es geschafft! Wir haben es wirklich geschafft! Auf nach Elysium! Nicht so schnell, Freundchen. Cletus sagte irgendwas von einer Abmachung? Was? Ach das! Vergiss es! Schnee von gestern! Lass uns los! Nach Elysium! Warte mal.
Das ist es, oder? Dir geht es gar nicht darum, Deponia zu retten. Du willst einfach nur nach Elysium. Um jeden Preis. Das hätte so schön sein können. Also mir hat er was anderes erzählt. Deponia stinkt, hier leben nur Idioten. Meinetwegen kann der ganze Laden in die Luft fliegen. Bla 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 bla. Halt du dich da raus. Goal, glaub ihm kein Wort. Er will nur einen Keil zwischen uns treiben. Aber woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Dieser Ratte trauen, dass ich nicht lache. Goal, er hasst Deponia. Er ist ein Egoist, ein Dieb und ein Betrüger. Schau doch mal bei seinen Sachen nach. Ich bin mir sicher, du findest dort eine Backup-Datasette. Nur für den Fall, dass du ihm auf die Schliche kommst. Das würde er nicht tun. Na los, schau nach. Goal, nicht. Oh, verdammt. Goal, ich kann das erklären. Das kannst du nicht. Weißt du was, Rufus? Ich dachte wirklich, du seist etwas Besonderes. Aber ich bin was Besonderes. Ich weiß, dass du das glaubst, aber du bist einfach nur ein verdammter Egomane. Du ähnelst Cletus nicht nur äußerlich. Komm her, ich möchte mir dein Gesicht einprägen, bevor ich alleine nach Elysium zurückgehe, damit ich weiß, worauf ich kein drittes Mal reinfallen werde. Ach, Goal. Hallo? Ah. Oh, Goal, es tut mir leid. Bravo! Ach, auch das noch. Argos, endlich! Holen Sie mich hier runter! Warum sollte ich? Sie waren von Anfang an ein Unsicherheitsfaktor für unser Unternehmen, Cletus. Aber Rufus hier... Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie werden doch nicht etwa dieser verlogenen Ratte da mehr trauen als mir. Warum nicht? Zugegeben, er ist eine verlogene Ratte. Hey! Aber gerade das macht ihn ja so perfekt für den Job. Er wird als Held nach Elysium reisen. Und er bekommt die Frau. All das, was er sich erträumt hat, wird in Erfüllung gehen. Glauben Sie wirklich, dass er das aufs Spiel setzen wird, um seine verhasste Heimat zu retten? Ja. Dafür hat er einfach nicht das Format. Denn sobald Goal seine Fassade durchschaut, macht er all das zunichte, wofür er jemals gekämpft hat. Das wird er nie im Leben riskieren. Gratulation, Rufus. Du hast es geschafft. Leg einfach die Backup-Datasette ein und du kannst gehen. Elysium erwartet dich. Okay, was ist jetzt los? Das können wir doch nicht tun. Soll ich nicht auch mal rudern? Nein, nein, das geht schon. Ich weiß doch, dass du deinen Rücken schonen musst. Und wenn wir zurück auf Elysium sind, gibt es erstmal eine Massage, okay? Ja, mal sehen. Ach, jetzt schau doch nicht so betrübt. Ist doch gut, dass unsere Inspektion ergebnislos war. Auch wenn ich mich nicht an alles erinnern kann. Oder ist noch was anderes? Na komm schon, ein bisschen mehr Enthusiasmus. Auf nach Elysium und so, ja? Nein? Was ist denn? Hast du etwas auf dem Herzen? Freust du dich denn gar nicht, nach Elysium zurückzukommen? Doch schon, aber... Na dann, auf nach Elysium, oder wie? Du, Goal. Du, Goal. Ja? Es ist so. Ich bin ganz Ohr. Also... Ich wusste es. Also... Was stammelst du denn so rum? Raus mit der Sprache! Naja... Ah, Mist. Folgendes. Also langsam machst du mir Angst. Was hast du denn bloß? Na gut, ich sag's jetzt einfach. Na gut. Ich sag's dir jetzt einfach. Aber du musst versprechen, nicht sauer zu werden. Aber Cletus, warum sollte ich denn sauer werden? Gerade eine Errungenschaft freigeschaltet. War jetzt liebend. Cool. Jetzt beruhige dich doch. Mich beruhigen? Irgendein Hochstapler löscht mir das Gedächtnis, gibt sich als mein Verlobter aus und stiftet mich beinahe zu einem Genozid an und ich soll mich beruhigen? Immerhin habe ich es dir noch erzählt, oder? Ich bin der Gute. Du bist gleich der Tote, wenn du mir nicht sofort meine alten Erinnerungen wieder beschaffst. Aber das ist doch der reinste Selbstmord. Glaub mir, Freundchen,
Es nicht zu tun wäre Selbstmord. Okay, okay. Jetzt nimm mir endlich dieses lückenhafte Pseudobewusstsein aus dem Kopf und komm ja nicht auf die Idee, sie wieder einzulegen. Bin ja schon dabei. Undankbare Suse. Gott sei Dank ist die Goal auf der anderen Datasette besser auf mich zu sprechen.